Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und wir zocken heute wieder Zankenland. Na klaro, was denn sonst? Freunde, was ist los? Was ist geschehen? Na, wir hatten ja beim letzten Mal eine ganz entspannte Runde hier hingelegt. Und ja, war ein bisschen looten und haben mal da und dort gekickt. Weiter war nichts. Okay, was haben wir heute vor? Als erstes, kicke mal hier, ich sehe immer noch, das steht hier draußen, sehr amüsant. Ja, als erstes mal schönen Dank für die Rückmeldung von euch. Was war das jetzt? Ach so, ja, auch das Neue. Ich kann jetzt natürlich auch schön durch meine Bar hier unten scrollen mit Mausrad. War überhaupt gar nicht geplant, wollte ich gar nicht. Also ich wollte es eben nicht tun, aber er hat es getan. So, warum hat er die Waffe in der Hand? Das sollte er auch nicht tun. Und die sollst du auch nicht haben. Okay, jetzt sind wir sauber. Ja, also, warum hatte ich diese Schwierigkeiten mit dem Server? Ganz einfach. Mit dem Update, ganz einfach, ich war auf dem falschen Server. Ich war immer noch auf den Test-Client und ja, deswegen habe ich hier nichts gesehen und nichts gemerkt, ja. Klasse gemacht, Nupsi, klasse gemacht. Okay, gut, das ist erledigt. Dann habe ich natürlich auch die Hinweise bekommen, ich möchte mal zu den Eisenhelmen gehen, ne? Diese neue Location, die sie umgestaltet haben. Sehr schick, sehr toll. Werden wir tun. Aber wir machen heute erstmal. Warte mal, wo ist denn der Eisenschädelhelm? Hier unten, glaube ich, wa? Basis der Eisenhelme. Ja, ganz schön weit unten. Ein bisschen näher ist das Lagerhaus. Also ich nehme erstmal das Lagerhaus. Das heißt, ich nehme erstmal. Ich versuche es erstmal. So machen wir das. So. Sollten wir vernünftig nach Hause kommen, hatte ich eigentlich noch vor mit euch. Noch das Motorboot zu bauen. Wir können ja da den Jetski bauen, wisst ihr? Und den würde ich mir Tatsache antun. Wir müssen hier mal was essen. Haben wir getan. Was getrunken haben wir auch. Noch eine Büchse, dann sind wir ready. Okay. Deshalb, kicke mal, ist das hier nicht links? Hier ist doch das Lagerhaus. Möchte ich mal behaupten, dass das Lagerhaus ist hier. Grüne Insel. Ist Level 4. Ups. Dann ist das Lagerhaus doch mindestens auch Level 4. Lagerhaus, Level 4. Also nehmen wir mal nicht an, dass wir das gleich in einen Rutsch fertig machen, wa? Oder? Ah, wir werden sehen. Okay, möge die Party beginnen.
Guck mal, da oben haben wir schon jemand. Angeschossen ja, erschossen nein. Ja, eine Besonderheit ist hier. Diese können ja überall im offenen Gelände stehen, ja? Das war sehr schlecht jetzt hier. Mal gucken, ob ich wesentlich die Pistole nachgeladen habe. Okay. Den hätte ich doch gerne weg hier oben. Das kommt vor, Moritz. Da schießt er schon mal dann halt, wa? Okay, wir lassen den mal und ich schieß von der anderen Seite. Der braucht ja bloß noch einen kleinen Schluck. Allerdings, wenn er sich mir nicht zeigt, habe ich auch nicht von. Wir gehen mal rüber an unsere alte Wirkungsstätte. Wir wissen ja, dass hier oben auch was ist. Yep. Das war ja ruhig. Ja, ich hatte den ja schon so gut angeschossen. Frage mich, warum der wieder voll war. Ich wollte nicht looten, Scheiße. Hochdauern. Wurde aber auch wieder nie angezeigt, wie viel, wa? Wie viel, was für ein Rest hier? Wie viele Leute rennen hier noch rum? Wo ist meine Leiche? Na, meine Leiche nicht. Die luft ja hier noch, deine Leiche, du Idiot. Der Typ. Ach, hier ist hinter, wa? Ups. Den habe ich wohl gesehen.
Das ist ja von hier oben nicht schlecht jetzt, wa? Okay, sah aus wie doppeltot. Ja, die Typen können überall hier sein, ja? Oh Gott. Also Waffenteile ist schon mal nicht schlecht. Das hat gestimmt. Hier geht hier los, finde den Fehler, ja. Okay. Fehler gefunden. Nochmal. Oi, 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 oi. Jo. Menno. Hab sie gesehen, zwei Mann, okay. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt hier nicht ins Kreuzfeuer geraten, wa?
Hört sich weit weg an. Hat Pistolenmunition alle? Nö. Ach, dann ist die voll, okay. Die Bienen waren da oben, wa? Aber es ist ja möglich, dass hier noch einer ist. Ich würde die Bude natürlich hier, wenn es geht, jetzt noch leer machen. Ich glaube auch eigentlich ja nicht, dass doch so viel hier sind. Kann er da nicht wieder drin gerannt sein, oder? Wo und von wo? Da. Irgendwo von da, aber wo ist irgendwo? Ich sehe den nicht. Ist das eine Kacke? Ich gehe jetzt auf die Brücke. Da biete ich ihnen ein gutes Ziel und ich kann auch andersrum gut kickern. Nee, hier sehe ich gar nichts. Ah, und jetzt wird's dunkel. So ein Dreck, so ein Dreck. Wie kriege ich das nur weg? Ja. Sind hier irgendwo Mangdeni Rümpel? Da. Schaffe ich das noch?
Gut. Sehen. Und Fackeln halten natürlich nicht hier. Kann hier immer nur vermuten, wo ich hinschieße. Ach, warte mal, ich hab da gerade einen Steig da. Hm. Zu kurz. Die haben den Springradius gekürzt, das merkt man ganz deutlich, ja? Jetzt habe ich mal getroffen, okay. Sag mir mal, dass die tot sind. Bauen, Bett, Fahne, ich brauche Holz. Ach. Nee, hier ist noch was, okay. Das war keiner. Ja, hilft ja alles nicht. 1 Uhr, jetzt kommen sie wieder. Ich gehe jetzt zum Boot. Wir bleiben aber vor Ort. Ich gehe zum Boot, wir packen aus. Und sobald das Licht angeht, machen wir den Rest. So, Freunde, 5.20 Uhr. Ich würde mal sagen, wir können wieder. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen rumgelaufen, weil ich gehofft hatte, Holz zu finden. Okay, da drinnen finden wir bestimmt Holz. Für eine Fahne denn später, ja? Ja, ich sag ja später. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also looten können wir noch hier oben, bis der Arzt kommt, wa? Mein Leben ist nicht so schick, wie es sein sollte.
Mir stellt sich spontan erstmal die Frage. Wie viel? Seid ihr alle wieder da? Oder seid ihr nur vereinzelt da? Okay, wir müssen erstmal in die Halle. Wobei hier gibt es auch Holz, also das können wir auch mitnehmen. Aber ich muss sicher sein, von wo die Musik kommt. Nicht, dass die aus der Halle hervorgerufen wird. Nee, halt, okay. Hat ich ja von Karl den Hinweis gekriegt, ich soll nicht immer auf einer Stelle stehen so lange. Zwei angeschossen. Der ist so wieder da. Ich hab's gewusst. Was war's? War ein Mädchen. Abgesehen. Oh, hier ist Kinder, okay. Ja, jetzt wird es natürlich wieder oben auf den Turm nicht schlecht. Das werde ich mal machen. Ich versuche mal da hoch zu gehen. Aber hier ist noch einer mangelt der Container. Ich versuch's mal trotzdem. Böse, böse.
Böse, böse, mächtig, böse. Das sah so aus, als wenn es hinter mir herkam. Ja, unterm Traktor, wa? Nee, oh nee. Da drüben ist einer, okay. Der hat die Waffen gestreckt. Also ich glaube nicht, dass hier noch viel ist. Nö. Na, das kann ich jetzt ja nicht glauben. Wir werden sehen. Nee, haha. Bauen, Bett, dreimal Holz. Bauen, Bett, Fahne, Victory, Victory, yes sir, I can boogie, ja. So, Freunde, was sagt er denn, du? Haben wir das gut gemacht? Ja, ich denke mal, das war ganz okay. Ja, wir haben einen Tag länger gebraucht, aber gut. Bin ich ja nun mal. Wir fangen jetzt an, hier nützlich zu looten. Und da haben wir hier noch mit zu tun. Ja, gesundheitlich sehe ich ja nicht so schlecht aus, finde ich, wa? Ist schon okay. Was war hier ein Müllcontainer? Nee, okay, dann nehmen wir mal die alle, machen die alle. Ach, herrlich, herrlich. Ja, und das ist auch schon Level 4, also. Aber wie gesagt, wir haben ja auch schon Level 5 geknallt. Warum denn nicht auf 4, wa? Und ich finde, es sind nicht so viel nachgedroppt. Nach Mitternacht. Also alle in allen sehr versöhnlich. Bin zufrieden, wir mussten nicht von vorne anfangen. Es war schon gut. Klar, wir werden jetzt hier nicht alle schaffen zu looten. Das ist mir auch klar. Aber jetzt, wo alles sauber ist, können wir jederzeit wieder herkommen, wa? Na, ich dachte, hier gibt es noch was anderes, deswegen.
So. Ja, Waffenteile, dass es knallt, finde ich auch gut. Oh, ich bin schon wieder voll hier. Schmeißen wir natürlich das jetzt raus. Und Gummi schmeißen wir raus. Und dann kann ich nehmen. Nicht den Metall. Mobiltelefon will ich haben und den Neonschild will ich haben. Genau. Ja. Gut, bin ich schneller voll, als ich dachte. Ich kenne noch irgendwas. Warte mal, ich könnte noch eine Ficky-Fackel rausschmeißen, vielleicht. Naja, aber das ist auch bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Ach, einfach schön. Gehen wir nächste Mal wieder hoch hier. Oh, Waffen. Warte. Voll, okay. Aber ich habe hier ein paar Tannenzapfen, die bräuchte ich gerade nicht. Man müsste vielleicht hinten noch gucken gehen, wegen die Rüstungsteile. Und mal hier die Elektroteile kann ich da bestimmt noch stecken, wa? Ja. Warum ist hier bloß Metallschrott? Keine Platten? Ruhig. Naja, gut. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Können wir noch ein bisschen das drin packen. Die können wir rübernehmen und wegwerfen. Die Fackel werfe ich weg. Dann können wir die Waffenteile reinpacken. Den Nightclub packen wir rüber. Das deckt. Komponente stecken. Die können wir hier lassen. Naja. Die 5. So, was haben wir noch? Nicht, wa? Schwarzes Band. Okay, dann habe ich noch ein paar frei, dann gehe ich noch mal hoch. Wir gehen mal kurz nach hinten wegen die Waffen. Achso, erstmal gucke ich hier noch mal wegen unserer grünen Platten. Das kann ja alles nicht sein. Ich nehme mal alle auf. Ja, aber besser gemacht hat es das auch nicht. Gut, wir gehen mal nach hinten und gucken nach Waffenteile, nach Rüstungsteile. Was dazu gekommen ist. Vielleicht ist ja da wieder was schön schickes bei. Hier ist natürlich noch eine grüne Kiste. Den Haftan hier oben müssen wir noch looten. Da hinten die grüne Kiste. Also Platinchen habe ich ja jetzt auch, dass es knallt. Hier war nur wieder Platinchen drin. Verstehe ich nicht, warum das vorhin nicht war. Na, egal. Ach, die habe ich schon. Was für eine Heldentat. Oh. Den habe ich da auch schon, den Helier. Nehmen wir das noch. Das passt schon wieder nicht. Was denn jetzt hier? Pilze raus.
Und darunter ist die kaputte STG, die nehmen wir. So, naja, alles klar, Freunde. Jetzt wird's dunkel. Wir sind rappelvoll. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr hattet Spaß dran, so wie ich. Ja, wir werden hier nochmal nachluden müssen, na klar. Und dann als nächstes wäre dann... Ach so, die Brücke wollte ich, aber wir haben ja auch noch diesen neuen Spot, die... Ja, da müssen wir auch hin. Versprochen ist versprochen. Das werden wir tun. Vielleicht so ja schon gleich beim nächsten Mal. Aber für diese Folge würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und sag schön mit euch, euer Onkel Nopsi.